Moin Leute, ja, willkommen zurück. Heute der zweite Teil der Stiel MS-023. Neue Teile sind schon da, Wellendichtringe, Kolben, Zylinder und der Impulsschlauch kommen neu. Dann werden wir das Ganze wieder zusammenbauen und am Ende kommt dann natürlich wieder der Probelauf. Die anderen Teile habe ich natürlich wieder so gut es ging versucht zu reinigen. Die Säge war dolle verpegt, deswegen habe ich sie leider nicht ganz sauber bekommen. Aber auf jeden Fall schon mal wieder deutlich sauberer als vorher. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Motor an, den wieder zusammenzusetzen. Also Kolben tauschen, Zylinder erneuern, Wellendichtringe neu einsetzen und so weiter. So, den alten Kolben habe ich schon mal demontiert und die Wellendichtringe auch. Wichtig ist, bei den Wellendichtringen diesen kleinen Sprengring hier auf der Kurbelwelle runternehmen. Der ist nämlich dafür da, dass der nicht runterrutschen kann. Das ist nochmal so wichtig. Nachher auch gleich wieder mit drauf machen, dann kann man es nicht vergessen beim Einbauen. Ich packe jetzt kurz den neuen Kolben und so weiter aus. Dann montieren wir das Ganze schon mal und dann können wir den Motor auch eigentlich schon wieder zusammenstecken. So, hier haben wir jetzt eigentlich erstmal das liegen, was wir brauchen. Kolbenbolzen, hier sind die Clips drinne, den Kolben und die Kolbenringe. Das Ganze wird mit Pfeil, ich hoffe, man kann ihn erkennen, nach vorne, also Richtung Auslass montiert. Auslass ist, wenn ihr die Kurbelwelle so hinlegt, da vorne, das hier ist die Kupplungsseite, hier kommt das Polrad drauf und dann muss der Pfeil quasi nach da weg zeigen. So, die Kolbenringe habe ich schon montiert. Wichtig dabei, die Aussparung immer Richtung Verdrehsicherung gleich hindrehen, also nicht verkehrt rum, sonst wird das Ganze nachher nicht passen. Dann kann es zum Kolbenklemmer führen. Also, ich hoffe, man sieht das hier, die Aussparung schön so eindrehen, dass man zur Verdrehsicherung hinkommt, dann gibt es keinen Ärger. So, Kolben ist montiert. Wie immer daran denken, die Sprengringe am Kolben, also die Kolbenclips quasi ordentlich verdrehen, dass die nicht mehr rausfallen können. Dann machen wir jetzt weiter mit den Wellendichtringen. So, die Wellendichtringe sind drauf. Hier wieder mein alter Trick mit dem Paketband um diese Nut, dass ihr den Heil rauf bekommt. Gibt es in den anderen Videos schon zu sehen, schaut da einfach gerne mal rein. So, jetzt würden wir mit der Dichtmasse weitermachen. Vorher die Dichtflächen immer schön mit Bremsenreiniger sauber machen und nochmal mit Druckluft ein bisschen auspusten. Dann schön in die Wangen und außenrum Dichtmasse verteilen und dann können wir das Ganze auch gleich schon zusammenstecken. Kurz nochmal der Hinweis für die Kurbelwelle: Nicht vergessen, den jetzt schon am besten raufstecken, dann kann man das nachher nicht mehr vergessen. So, hier haben wir jetzt schon was aufgetragen. Jetzt nochmal hier im Zylinder auch in die Wangen nochmal was reinmachen und dann können wir das Ganze auch zusammenstecken. Dabei nochmal darauf zu achten, schön in die Zylinderlaufbahn und an den Kolben sowie an die Lager und so weiter ruhig noch ein bisschen Öl ranmachen. Das kann nicht schaden. So, den Kolben samt Kurbelwelle habe ich jetzt eingesetzt. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Hierbei die Richtung zu beachten. Hier ist die Aus. Ups, hier. So, hier ist die Aussparung für die Ölpumpe, das heißt, der muss auch wieder Richtung Ölpumpe nachher zeigen. So, dann setzen wir das Ganze jetzt ins Tankgehäuse wieder ein und schrauben das Ganze schön über Kreuz fest. Natürlich hatte ich noch eine Sache vergessen, vorher natürlich Impulsschlauch, Ansaugkanal und das Plastikteil noch montieren, das kriegst du nämlich nachher immer so ein bisschen schwierig drauf. So, der Motor sitzt, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal die Kupplung und Polrad und Zündung und so weiter ein und dann sehen wir uns wieder. Also den Anfang macht die Zündung. Die setzen wir jetzt hier erstmal nur lose rein. Nachher kommt noch das zweite Kabel hier mit dazu. Das geht dann einmal quasi nur noch von hier zum Zylinder ran und dann werden die beide zusammen hier am Zylinder angeschraubt. So, dann stecken wir das Polrad auf. Und sichern das dann wieder mit der 13er Mutter. So, kommen wir zum Einstellen der Zündung. Ich nehme dafür ein dünnes Blatt Papier oder Pappe, stecke das dazwischen und lasse dann quasi hier den Magneten ranziehen und dann wird das nur noch festgeschraubt und das war es dann auch schon. So, das war die eine Seite. Jetzt geht es weiter mit der Kupplungsseite.
Da fangen wir als erstes an mit der Antriebsschnecke von der Ölförderpumpe quasi. Dann geht es weiter mit der Kupplung. Hier aufpassen, das ist Linksgewinde. Dann setzen wir noch gleich den Kolbenstopper ein und ziehen das Ganze dann gegen den Uhrzeigersinn fest. So, die Kupplung ist fest und ich habe jetzt das Nadellager schon aufgesetzt mit ein bisschen Fett. Als nächstes kommt jetzt noch die Kupplungsglocke mit dem Ritzel. Da müssen wir darauf achten, dass diese Kerbe nachher in den Antrieb von der Ölpumpe reinfasst. Dann kommt jetzt hier noch die Scheibe und der Sprengring vor. Und dann bauen wir jetzt hier gleich noch die Verkleidung auf und dann war es das für diese Seite erstmal. So, dann machen wir mit dem Auspuff weiter. Hierzu als erstes den oder die Dichtung, den Dichtung, genau, die Dichtung ran, dass die schon mal dran ist. Dann kommt als nächstes das Hitzeschutzblech. Das werde ich jetzt erstmal noch kurz ein bisschen sauber machen und dann kommt der Rest vom Auspuff. So, das Hitzeschutzblech sitzt. Dann kommt jetzt der hintere Teil vom Auspuff. Den Auspuff musste ich ja komplett zerlegen im ersten Teil, weil das ganze Ding nicht runtergehen wollte. Deswegen muss ich ihn jetzt auch einzeln wieder raufsetzen. So, das Innenleben habe ich jetzt schon wieder drinne. Dann kommt jetzt ja quasi hier nur noch der äußere Deckel drauf. Ah, das Ganze will noch nicht. Also übrigens, wenn irgendwas scheiße runtergeht, dann geht das auch scheiße wieder rauf. Ich schraube das jetzt fest und dann geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Als nächstes werden wir jetzt das orangene Gehäuse montieren und dann sind wir auch schon so weit, dass wir den Rest wieder ranstecken können. So, der Griff sitzt. Ist immer ein bisschen doof, das zu filmen, weil man da so viel rumfummeln muss. Wichtig, das Gummi durchziehen und den Impulsschlauch unten aufstecken. Das nicht vergessen. So, geht weiter jetzt mit dem Griff und dem Rest. Und dann, ja, bauen wir den Vergaser noch wieder zusammen. Aber das kommt alles gleich. So, wie ihr sehen könnt, Griff ist dran. Als nächstes werden wir jetzt den Starterdeckel noch montieren und dann gucken wir erstmal, ob die Zündung vernünftig arbeitet. Ja, und wie gesagt, dann Vergaser. Deckel sitzt, Zündfunke kommt. Ich hole den Vergaser aus dem Ultraschallbad, bauen wir den schnell zusammen und dann gucken wir mal. So, den Vergaser habe ich wieder zusammengebaut. Dann stecken wir den jetzt mal schnell rein und dann können wir auch schon fast einen Probelauf mal machen. So, den Rest habe ich jetzt auch wieder montiert. Jetzt kommt gleich noch die Haube drauf und dann werden wir erstmal ohne Schwert das Ding versuchen anzureißen. Mal sehen, ob es klappt. So, heute mal drin. Draußen regnet es heute, deswegen versuchen wir es jetzt mal so. Mal sehen, ob sie anspringt.
Ja, Leute, Säge läuft, Projekt schon mal geglückt. Wir montieren jetzt noch kurz das Schwert und dann gucke ich mal, ob wir noch nachher noch mal einmal rausfahren in den Wald, um einen Probeschnitt zu machen. Zurück im Wald, heute ein bisschen windiger, aber trotzdem, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt werden wir mal kurz ein paar Probeschnitte machen und gucken, ob sie läuft. Wir haben hier noch eine kleine Fichte, die umgefallen ist, und da werden wir jetzt mal einmal gleich beigehen und die mal ein bisschen entasten und mal ein paar Probeschnitte machen. So, wieder zurück in der Werkstatt. Säge sprang im Wald nicht an. Tja, jetzt kommt die große Sucherei. Woher kann es kommen? Ich schätze, es ist der Vergaser. Ich habe nämlich hier gerade mal ein bisschen Sprit hier hinten reingekippt. Dann kommt sie auch kurz. Also, wir bauen den Vergaser nochmal aus und gucken uns das Ganze nochmal an. Vergaser ist draußen, was nur ein bisschen komisch ist. Es kam gar kein Sprit raus. Das ist ein bisschen seltsam. Wir machen ihn jetzt nochmal auf und gucken mal nochmal rein, ob sich da vielleicht irgendwas aufgehängt hat oder nicht. Aber beim Abziehen lief auf jeden Fall schon mal kein Sprit raus. So, Vergaser ist wieder drinne, Säge springt wieder an. Woran das Ganze jetzt gelegen hat, keine Ahnung. Ich habe ihn ja nochmal einmal auseinander gehabt, wieder zusammengesetzt, jetzt läuft sie. Also, Versuch Nummer 2. Ja, Leute, einen Ast habe ich geschafft abzusägen oder zwei. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Säge hat Angst vorm Wald. In der Werkstatt läuft sie jedes Mal und sobald wir im Wald sind, will sie nicht mehr. Naja, wir gucken weiter. Ja, wieder zurück in der Werkstatt. Ich habe die Zündkerze mal rausgenommen. Ich will jetzt mal eine andere Zündkerze einbauen. Mal sehen, ob es vielleicht an der Zündkerze liegt, denn die Kerze war auf jeden Fall nass. Also Sprit scheint jetzt zu kommen. Und wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen rum, woran es noch liegen könnte. Ich baue jetzt erstmal die andere Kerze ein und dann gucken wir mal weiter. So, an der Zündkerze liegt es schon mal nicht. Da ist bei beiden alles gleich. Heißt, unser Hauptverdächtiger weiterhin der Vergaser. Und da muss ich mich jetzt mal ein bisschen schlau machen, woran das jetzt noch liegen kann. Vielleicht auch am Membrankit oder am Gaser selbst. Wir werden es herausfinden.